Rund 98.000 Russen sind seit der Teilmobilisierung ins Nachbarland Kasachstan ausgereist. Berichte, dass auch Männer rekrutiert werden, die nicht den Einberufungskriterien entsprechen, machen Kasachstan und Georgien zu den beliebtesten Zielen für die, die dem Kriegseinsatz in der Ukraine entgehen wollen, ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß. Es wurde eine Teilmobilisierung angekündigt, aber es scheint eher eine vollständige Mobilisierung zu sein. Die Menschen, die hier stehen, haben Angst, dass früher oder später die vollständige Mobilisierung kommt und dann niemand mehr über die Grenzen kann. Kasachstan wird die versorgen und für ihre Sicherheit einstehen, die vor der russischen Mobilmachung fliehen, so der Präsident der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepublik. Die territoriale Integrität der Staaten muss unverletzlich sein. Das ist das wichtigste Prinzip. Auf der internationalen Bühne habe ich mich immer wieder offen und klar dazu geäußert. Kasachstan hat angekündigt, niemanden, der sich der Einberufung entziehen wolle, nach Russland zurückzuschicken. Einzige Ausnahme sei, jemand stehe als Straftäter auf einer internationalen Fahndungsliste.